Hallo, Olga. Was willst du? Ich mache dir ein Angebot. Ein Angebot? 50.000. Und die OP zahle ich auch noch. Dein Geld bedeutet mir nichts, Otto. Es ist nicht mehr wert als Fliegenscheiß auf der Windschutzscheibe. Ich verstehe dich. Aber wann kriegst du nochmal so ein Angebot? Egal, was passiert ist, ich kriege alles wieder. Alles. Ohne dein beschissenes Geld, du blöder Wichser. Rannecker-DD? Ist das nur ein Verdacht oder wissen Sie das? Kadett Eriksen? Was, Sie haben eine Geiselnahme? Nein, wir kommen ohne Blaulicht. Polizei! Ho KDD, hier ist die Kriminalpolizei. Wir sprechen Deutsch, Englisch, Französisch und Vietnamesisch. Mit diesem Messer ist heute Nacht jemand ermordet worden. Ich habe letzte Nacht von dir geträumt, Eriksen. Du warst tot. Und? Wer war's? Hast du den Täter erkannt? Du nimmst es gar nicht ernst. Jemand hat dich erschossen. Immer wenn ich vom Tod träume, mache ich einen großen Bogen um den Tag. Der Tod macht einen ganz großen Bogen um mich. Der hat zwar schon öfters bei mir angeklopft, aber ich kann ja nicht jeden reinlassen. Aha. Was ist zwischen uns, Erich? Zwischen uns sind 2 Croissants, 2 Tassen Kaffee, 2 Zigaretten. Komm los, was ist mit uns? Was machst du eigentlich, wenn sich ein Kunde in dich verliebt? Das passiert dann dauernd. Ist aber egal, solange die mein Honorar zahlen, können die gerne träumen. Es hört sich abgefuckt an, aber wir müssen abgefuckt sein. Abgefuckt? Wer sagt denn sowas? Bei dir ist das natürlich was anderes. Wieso? Ich zahle wie alle anderen. Das glaubst du vielleicht. Du zahlst den Eriksen Spezialtarif. Das geht ja gar nicht. Wie rechnest du das ab? Mein Problem. Ich will aussteigen, Erich. Warum erzählst du das mir? Wem denn sonst? Ich bin Polizist, das muss er alleine hinkriegen. Ist da die Polizei? Ja, das ist gut. Wissen Sie, ich habe Herzklopfen. Herzrasen. Ich höre mein eigenes Herz. Und das Schlimmste, das garantiere ich Ihnen, das ist diese Tote im Hafen. Unter der Kühlbrandbrücke. Da, wo die Hafenrundfahrt lang geht. Da müssen Sie suchen. Es ist überhaupt kein Problem, das Angebot zu erweitern, wenn man sich etwas näher kommt. Da rufen Sie mich einfach an und geben kurz Bescheid. Oder Sie sprechen das mit der Dame ab und die klingelt kurz durch. Wie geht's? Alles klar und bei dir? Auch. Zu Hause. Guck mal. Das ist aber eine ganz schöne Strecke. Wo hast du das aus dem Duty-Free-Shop? Hey, das Zeug kostet 150. Boah, das erinnert mich an meinen Ex-Freund. Das ist doch Jahre her, Marcella. Mit Düften sind Erinnerungen verbunden. In einer Trennung sollte man das Parfum wechseln. Ich rieche den Duft und ich will automatisch zu meinem Ex-Typ zurück, obwohl Hallo. Ich das eigentlich gar nicht will. Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? So, Entschuldigung. Na klar, Diskretion sowieso. Alles, was Sie wollen. Nur kein Gruppensex und keine Tiere. Und Kondome sind bei uns Vorschrift. 1.500 € pro Abend pro Person. Jeder hat seinen Spaß und wenn Sie nach 10 Minuten nicht zufrieden sind, sind 100 € fällig und man trennt sich in Frieden, okay? 2 Mädchen können auch arrangiert werden, klar. Buon appetito. 2 Mädchen für eine Person oder für 2 ist egal, verdoppelt sich der Preis. Nur Cash, keine Kreditkarten. Ja, ist notiert.
Gianluca! Habt ihr neuerdings Tiere? Tiere? Nur die, die auf der Karte stehen. Seeteufel, Calamari, Dorade. Ich rede von lebenden Tieren. Was siehst du da? Kakerlaken? Küchenschaben? Nein. Du siehst einen Haufen Hühnerscheiße. Habt ihr freilaufende Hühner in der Küche? Ich würde mal nachschauen, Herr Mangold. Und falls die Eier liegen, soll ich Ihnen dann vielleicht noch ein Omelett braten? Marcella, du hast einen Job. Von einem Supermarktparkplatz. Die Zeugin klang ziemlich verzweifelt. Wie hat sie sich angehört? Irgendwie persönlich betroffen? Nein, eher unter Druck und völlig down. Sie wollte das loswerden. Übrigens hat der Wasserschutz das Auto sofort gefunden. Wie denn? Bei dem Brackwasser? Mit einem Metalldetektor, Erich. Die Frau sitzt auf dem Beifahrersitz. Ist doch scheiße. Aufgesetzter Kopfschuss, wahrscheinlich tödlich. Und dann versenkt. Da wollte wirklich jemand auf Nummer sicher gehen. Fontana. Was ist das? Klinik, Schönheitsklinik. Woher weißt denn du das? Von meiner Ex-Frau. Das sieht nach einer frischen Nasen-OP aus. So ist das, frische Nasen-OP. Ist die Frau in Vollnarkose aus der Klinik geholt worden, oder was? Ja, freiwillig ging sie bestimmt nicht mit. Sie hatte Angst. Sie hat gebetet. Sie sitzt neben ihrem Mörder im Auto und betet, dass alles gut geht. Und sie hat einen Bonbon gelutscht. Englische Drops. Die gibt's immer nach der Operation. Wenn man brav war. Woher wisst ihr das? Von meiner Ex-Frau. Der Täter hat den Wagen auf den Kai gefahren und dann das Gaspedal mit dem Stein angeklemmt. Ist das Auto der Tatort? Ist die Frau im Wagen erschossen worden? So wie es aussieht, ja. An der Beifahrertür sind ein paar Blutspritzer und die Patronenhülse liegt auf der Fußmatte. Wie lange ist sie schon tot? Leichenstarre hat bereits eingesetzt, also mindestens seit 12 Stunden. Höchstens einen Tag, sonst würde sie noch viel übler aussehen. Escort-Models? Callgirls. Das ganze Ding hier bitte sorgfältig trocknen. Und Seite für Seite durchchecken. Ja. Ihr habt 12 Stunden, den Scheiß zu klären. Hallo, ich bin Marcella. Sind Sie Herr Winterstein? Ja. Schön, dass Sie endlich da sind. Sie haben ja gar kein Klingelschild. Wer mich kennt, der kennt mich auch so. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Ja, nicht, dass ich wüsste. Wollen Sie was trinken? Es kommt drauf an, ob wir hier bleiben oder was Sie sonst so mit mir vorhaben.
Waren Sie irgendwie länger weg? Ja. Im Ausland. In welcher Branche arbeiten Sie denn? Finanzmanagement. An der Börse. Schon mal was von Dow Jones gehört? Der amerikanische Aktienindex. Tragen Sie eigentlich immer diese Sonnenbrille? Soll ich sie absetzen? Nicht nötig. Ihre Augen sind graublau. Und wenn man näher kommt, sieht man goldene Splitter. Woher wissen Sie das? Ich habe mich erkundigt. Gehen wir jetzt nach oben? Ja, klar. Aber erstmal sollten wir das Geschäftliche erledigen. Wieso? Ist so üblich, Vorkasse. Vorkasse? Ist völlig okay. Völlig okay. Ich habe da keine Erfahrung, wissen Sie? Ist die Kohle erst hier drin, ist alles easy und alle sind entspannt. Sie und ich. Und Ihr Zuhälter? Sie holen jetzt das Geld und ich gehe so lange ins Bad und mach mich frisch, okay? Sind Sie etwa nervös? Nee, schwache Blase. Wo ist denn das Bad? Das Bad? Auf dem Flur natürlich. Natürlich. Und wo sind die Handtücher? Bin sofort da. Marcella. Gianluca, dein Espresso ist mir wieder zu stark. Perfetto. Bello nero. Aromatico. Con una crema e Zucker drauf liegen bleiben. Ich will keine Creme, Gianluca. Ich will Filterkaffee. Wozu habe ich dir den ganzen Krempel in die Küche gestellt? Den Porzellanfilter, die Filtertüten. Ist es so schwer, deinem Stammkunden eine Freude zu machen? Buonasera. Buonasera. Herr Mangold? Ja? Lisa Brenner von der Kripo ist mein Kollege. Eriksen. Hauptkommissar Eriksen. Man kennt sich. Setzen Sie sich. Gianluca, noch zwei Kaffee. Das ist Irina. Hallo. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Olga Lukalenko, Dicky. So viel wir wissen, arbeitet sie für dich. Olga arbeitet nicht für mich, Erich. Meine Agentur vertritt ihre Interessen. Das ist korrekt. Das Rundum-Sorglos-Paket, das einige Mädchen gerne in Anspruch nehmen. Und der Security-Aspekt, Herr Mangold, der ist doch sicher in dem Gesamtpackage enthalten. Zentraler Punkt, völlig klar. Permanent erreichbar. Da waren Ihre Leute aber etwas sorglos. Olga Lukalenko wurde gerade eben tot aufgefunden. Was? Unmöglich. Sie wurde in ihrem Auto erschossen und dann im Hafen versenkt. Hey, aber nicht Olga. Eriksen, das ist völlig unmöglich. Es handelt sich zweifelsfrei um Olga Lukalenko, Dicky. Olga? Nimm dir heute frei. Kann man da mal ein paar Fakten erfahren? Olga Lukalenko war kurz vor ihrem Tod in einer Schönheitsklinik. Quatsch! Guck dir die Frau an. Schönheitsklinik, wozu das denn? Sie hat sich einer Nasenoperation unterzogen. Kurz nach der Operation verlässt sie überstürzt die Klinik, wahrscheinlich unter Gewaltanwendung. Wo warst du gestern zwischen 20 und 22 Uhr, Dicky? Jetzt hör mal auf, Eriksen. Ich war hier wie jeden Abend. Jeder kennt mich, jeder sieht mich. Auf dem Tisch steht mein Name, weil ich den Tisch gekauft habe. Stimmt, Gianluca? Mehr oder weniger. Auf jeden Fall hat er den besten Tisch hier, Signora. Danke. Hallo, Otto. Wo sind die Kinder? Die sind im Auto, die schlafen. Um diese Zeit? Die haben mich gesehen. Kinder mögen keine Mütter, die ziellos rumirren. Ich habe die Polizei angerufen. Ist ein Problem. Ich weiß, entschuldige. Aber ich konnte nicht mehr. Ich habe Kinder. Dann habe ich ihnen gesagt, wo sie das Mädchen finden. Mehr nicht? Mehr nicht. Das ist nun mal passiert, okay? Atme tief durch. Es muss ja weitergehen, verstehst du?
normal weitergehen. Völlig normal. Gehst du jetzt mit in die Oper? Nein, Otto. Bitte verlang das nicht von mir. Okay, okay. Aber die Hemden sind gebügelt. Fahr jetzt bitte nach Hause, ja? Ja, das mache ich. Hat Olga Lukalenko mit irgendwelchen Kunden Ärger gehabt? Bestimmt nicht. Und wer ist Klient 7? Klient 7? Kenne ich nicht. Ist offensichtlich ein Pseudonym für einen Stammkunden. Wir brauchen eine Liste aller Kunden von Frau Lukalenko. Unmöglich, Frau Kommissarin. Das sind seriöse Leute, hochrangige Persönlichkeiten, keine Knallköpfe. Die entführen keine Frauen aus der Schönheitsklinik. Tut mir leid, da kann ich aus Diskretionsgründen keine Angaben machen, Eriksen. Es geht um Mord, nicht um Diskretion. Wir brauchen Namen. Gibt es irgendwelche Probleme im Milieu? Hells Angels, Albaner, Russen? Keine Ahnung. Die sind alle nach Teneriffa ausgewandert. Die Tage der Baseballschläger sind vorbei. Ah ja, sehr erfreulich. Und was haben Sie mit Ihren Ohren gemacht? Meinen Ohren? Tja, die Ohren. Die Ohren sind in der Wüste verbrannt. Ich habe mal Baumaschinen in die Sahara gebracht. Talman Rasset, Algerien. Mein Laster gibt den Geist auf und ich musste 20 Kilometer zu Fuß laufen. Ein Windstoß bläst mir den Hut vom Kopf. Du kannst doch deinen Laster nicht verlassen. Der Scirocco bläst alles von Füßen, alles. Ich renne dem Hut hinterher. Der Hut rollt und verschwindet hinter einer Sanddüne. Ich hatte nur eine Wasserflasche. Die Wüste sieht überall gleich aus. Man läuft im Kreis, man bekommt Halluzinationen, man vergisst seine Ohren. Sie entschuldigen. Was ist passiert? Was will die Polizei? Olga ist tot. Irgendein Arschloch hat sie erschossen und im Hafen versenkt. Was? Weißt du da irgendwas? Irgendein kranker Freier, ein Perverser? Hm? Nein, ich weiß nichts. Sie hatte nur die Prominenz, weißt du. Klient 7, wer ist das? Klient 7, keine Ahnung. Jetzt schuck mir nicht an, Marcella. Klient Nummer 7, was ist das für eine scheiß kacke Heimsprache? Ich schlug nicht, Dicky. Ich höre das zum ersten Mal. Ich kenne keinen Klient 7. Aber hör mal zu, mein Kunde von Ja, was dein Kunde? Wieso bist du überhaupt schon wieder hier? Er war mir unheimlich. Unheimlich? Was soll das heißen? Die Gespenster sind los, oder was? Er hat mir Angst gemacht und dann bin ich einfach abgehauen. Abgehauen? Ohne die Kohle? Jetzt enttäuscht du mich aber, Marcella. Was hast du für ein scheiß Problem? Ja, fangen wir vielleicht mal damit an, dass der Kunde jemand anderes war? Jemand anders? Jetzt erzähl mir keinen Quatsch. Das ist ein Bankchef, der hat einen Jaguar, der hat einen Learjet am Flughafen stehen, der hat eine riesen Villa. Das war nicht sein Haus. Ich habe ein Foto vom Hausbesitzer gesehen, der sieht völlig anders aus. Außerdem hatte der Typ verschiedenfarbige Socken an. Wahrscheinlich ist aus der Klapse ausgebrochen oder irgendwie sowas. Du hast zu viel Fantasie, Marcella. Der kannte mich, Dicky. Ich gehe da nicht mehr hin. Winterstein? Hallo, hallo, Herr Winterstein. Ich wollte nur mal hören, ob es irgendein Problem mit dem Mädchen gab. Nein, nein, nein. Ich muss mich entschuldigen. Wieso das denn? Ich war für einige Monate in Miami unterwegs. Geschäftlich, wissen Sie. Insofern sah das Haus hier natürlich ein bisschen eingemottet und unbewohnt aus. Ich komme verschwitzt aus dem Flieger. Geht natürlich gar nicht. Der Punkt ist nur, dass die Girls natürlich ganz gerne wissen, wen sie da beglücken, verstehen Sie? Keiner hat gerne einen Fremden im Schlafzimmer. Ach, Sie meinen das Familienfoto? Das ist mein Onkel mit seiner Frau. Der ist eigentlich immer hier, wenn ich in Miami bin. Wenn Sie mir die Dame nochmal schicken könnten? Klar, aber das kostet Sie dann 500 extra. Ist ein anderer Tarif. Weil das Mädchen ja neu kommen muss, verstehen Sie? Und diesmal geben Sie ihr das Honorar gleich, okay? Geht klar. Sagen Sie mal, die kann doch bestimmt auch einen Dienstmädchenkittel tragen, oder? Oh Mann, ein Dienstmädchenkittel, klar, kann sie machen. Aber wenn sie da vor Ihnen auf dem Boden rumkriechen muss, dann wird das teuer. Schon okay mit den Preisen. Alles klar, das Mädchen ist unterwegs. Das ist ein harmloser Spießer. Wenn er Ärger macht, sagst du Bescheid, kapiert? Der ist nicht harmlos, Dicky. Hauptkommissar Eriksen, kann ich Sie kurz mal sprechen? Sie kann jetzt nicht, Erik, sie hat einen Termin. Ja, mit mir. Worum geht's? Steckte Olga Lukalenko in irgendwelchen Schwierigkeiten? Wurde sie von irgendjemandem bedroht? Nein. Es gibt immer ein paar Kunden mit gewissen Persönlichkeitsstörungen. Was heißt das? Hatte Olga Lukalenko so einen Kunden? Jemanden, den sie als gefährlich empfunden hat? Jemand mit Hang zur Aggression, Neigung zur Gewalttätigkeit? Olga hatte nur die allerbesten Kunden. Nur Leute mit Stil. Nur die erste Sahne. Gewalt ist keine Frage der Prominenz, sondern des Charakters. Sie haben auf den Tod von Frau Lukalenko ziemlich emotional reagiert. Haben Sie ein besonderes Verhältnis gehabt? Sie war auch aus Russland.
und deine gute Freundin. Klient 7. Wer ist das? Hier. Klient 7. Klient 7. Alle paar Tage. Wer ist das? Irgendein großes Tier. Manager, Politiker, keine Ahnung. Der Typ bezahlt jedenfalls alles. Er erfüllt dir jeden Wunsch. St. Moritz, Monte Carlo, ein Auto, teuren Schmuck. Nicht wahr, mein Schätzchen? So ein Herrchen hätten wir auch gern. Und die Nasen-OP hat er auch bezahlt? Die Nase war ein bisschen schief. Ich habe Olga noch gesagt, lass den Quatsch, du hast das gar nicht nötig. Warum war die denn schief? Da hat sie beim Sparring was abgekriegt. Sie hatte Angst vor der Narkose. Sie hat in einer Illustrierten was über tödliche Narkosefehler gelesen. Narkose no way, sag ich dann. Die Narkose war jedenfalls nicht die Todesursache. Olga Lukolenko wurde brutal ermordet. Hatte sie irgendwelche brisanten Informationen? Ich meine, wenn sie schon mit der Crème de la Crème aus Politik und Wirtschaft boomst, da kriegt man doch irgendwas mit. Nein. Tut mir leid. Weiß Dicky, wer Klient 7 ist? Natürlich nicht. Ich denke, Dicky weiß alles. Wir haben alle ein paar extra Kunden, die lieber anonym bleiben wollen. Der Fingerabdruckvergleich von Olga Lukolenko hat ergeben, dass sie schon vor Jahren unter falschem Namen mit einem Touristenvisum nach Deutschland eingereist ist. Der Bundesgrenzschutz hat sie dann wegen illegalen Aufenthalt und Passfälschung ausgewiesen. Hat sie beim BGS eine Aussage gemacht? Irgendwelche Schleuserbanden belastet? Negativ. Im Menschenhandel riskiert keiner sein Leben. Olga Lukolenko stammt aus Novokosnesk, ein Kohlerevier in Westsibirien. Waren noch andere Frauen dabei? Ich meine, war sie die Einzige? Nein. Insgesamt waren es 5 Frauen, deren Verbleib völlig ungeklärt ist. Verheiratet? Nein. Wegen ihrer Nase war sie vor 3 Wochen im Krankenhaus. Dort wurde ein Nasenbeinbruch diagnostiziert. Die Schläge, die stammen nicht vom Sparring. Die stammen vom Zuschlagen. Und wer soll zugeschlagen haben? Ein Kunde. Und warum nicht Mangold? Alte Zuhälterschule oder was? Niemals ins Gesicht. Sind denn seine Frauen ordnungsgemäß gemeldet? Natürlich, aber 10-1, dass er sich Olgas Tod nicht gefallen lässt. Erichsen? Ich schmeiß alles hin, Erich. Kriegst kalte Füße wegen Olga. Kann ich verstehen. Der ganze Scheiß, der brennt dir ein Loch in die Seele. Wollte Olga auch alles hinschmeißen? Wollte sie auch aussteigen? Ja, zum Beispiel, was war mit Olga? Warum wollte sie aussteigen? War da irgendwas Spezielles? Sie wollte zur Polizei. Zur Polizei? Wieso? Ich weiß es nicht. Sie war auf jeden Fall nicht mehr die Alte. Von einem Tag auf den anderen. Ein komplett anderer Mensch. Und sie hat ein Buch geschrieben. Ein kleines, buntes Tagebuch. Wie sah das Buch aus? Ganz viele Blumen, so Flower Power. Ich schmeiß alles hin, Erich. Watch me fall against my will, holding my last breath. Olga Lukolenko hat ein Tagebuch geführt. Und woher weißt du das? Von einer Informantin. Aus dem Milieu? Aus dem Milieu. Hallo. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne den Klinikchef sprechen. Dr. Prinz, das geht leider nur mit Terminabsprache. Das muss heute auch mal ohne gehen. Brenner, Kripo. Hallo. Und was führt Sie zu mir? Ich nehme an, dass Sie mich nicht als zukünftige Patientin sprechen wollen. Als Beamtin werde ich mir das hier auch kaum leisten können. Die Frage ist doch vielmehr, ob Sie sich das leisten wollen. Wir haben sogar eine Klinik-Kreditbank. Für eine Beamtin mit einem gesicherten Einkommen ist die Finanzierung also kein Problem. Darf ich? Gerne. Hier geht keine Frau ohne ein Bonbon raus. Ich weiß. Auch eine Ihrer Patientinnen, die wir tot aufgefunden haben, hat bis zuletzt auf ihrem Bonbon rumgelutscht. Olga Lukolenko. Sie hat bei Ihnen eine Nasenkorrektur vornehmen lassen? Der Grund war ein Nasenbeinbruch? Ja, sie hatte einen leichten Schiefstand. Wodurch? Hat auch die Nase bekommen, wodurch auch immer. Warum hat Frau Lukolenko die Klinik schon kurz nach der Operation verlassen? Ich kann sie ja nicht festhalten. Warum? Gab es vielleicht bei der Operation irgendwelche Komplikationen? Zum Beispiel in der Anästhesie? Überhaupt nicht. Sie hat aber 6 Einstiche im Arm. Ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Aber es kann durchaus vorkommen, wenn der Anästhesist die Vene nicht gleich findet. Kann es auch vorkommen, dass sich der Anästhesist in der Dosierung des Betäubungsmittels irrt? Was unterstellen Sie mir, Frau Kommissarin? Entschuldigung, ist zu süß. Es geht um einen brutalen Mord, Dr. Prinz. Ja, das weiß ich inzwischen auch. Sollte einer Ihrer Billigmediziner einen Fehler gemacht haben, werden wir ihn finden. Eine Blutuntersuchung wird ergeben, ob Frau Lukolenko noch in Narkose war. Das würde bedeuten, dass sie aus ihrer Klinik entführt wurde. Völlig ausgeschlossen. Wieso ist das ausgeschlossen? Warum hat sie die Klinik, ohne sich umzuziehen, völlig überstürzt verlassen? Sie hatte Streit mit ihrem Begleiter. Sie war in Begleitung. Wer war das? Keine Ahnung. Ein älterer Mann, ein seriöser Geschäftsmann.
Um die 60 Jahre. Worum ging es bei diesem Streit? Das weiß ich nicht. Sie haben sich laut angeschrien, ziemlich laut und temperamentvoll. Und dann hat er sie angepackt und meine Empfangsdame hat dann um mehr Diskretion gebeten. Hat dieser Mann Frau Lukalenka aus der Klinik gedrängt oder ging sie freiwillig mit? Jedenfalls war sie plötzlich weg. Haben Sie kein Überwachungssystem? Videoüberwachung? Wir sind ja hier kein Supermarkt, Frau Kommissarin. Wer hat die Operation bezahlt? Der Begleiter. Wie viel? 4.500. Schön. Dann haben Sie doch sicher eine Kreditkartenabrechnung. In diesem Fall leider nicht. Wieso? Der Herr ist Bevollmächtigter einer Privatbank. Bei der Sie Kunde sind. Er hat also Kredit, weil Sie Kredit haben. Kann man das so sagen? Wer ist der Mann? Otto Winterstein. Friedrich Otto Winterstein. Der Bankchef von Offenburg und Winterstein. Leid wegen Fällen. Kein Problem. Jetzt sollten wir aber erstmal das Finanzielle regeln. Ich werde gar nichts zahlen, Marcella. Dann haben wir jetzt aber ein kleines Problem, Herr Winterstein. Du erkennst mich wirklich nicht, oder? Wieso? Sind Sie jetzt nicht Herr Winterstein? Hören Sie mal, ich hatte echt einen anstrengenden Siehst Tag. Siehst du? Und genau das ist das Ätzende an euch. Du kennst mich schon seit Jahren. Ich bin ein Kundenbetreuer deiner Bank und du erkennst mich noch nicht mal, du dumme Tussi. Ein Kundenbetreuer? Ja, ein Kundenbetreuer, verdammte Scheiße. Einer, der von seinem scheiß Schreibtisch aufsteht und dein ganzes scheiß Bargeld in Empfang nimmt. Einer, den du niemals beachten würdest. Durch den du einfach hindurchsiehst. Guten Tag. Ich möchte eine Einzahlung machen. Sehr gerne. Und wie viel hatten Sie denn gedacht? 2.000. Auf Ihr Konto? Ganz genau. Sie haben Glück. Bitteschön. Ja klar, Moment, jetzt erkenne ich Sie. Oh Gott, das ist peinlich. Ja, genau. Und ab jetzt solltest du dir mein Gesicht merken. Ja klar. Aber... Was aber? Ja, die Villa hier, die gehört Ihnen also gar nicht, ha? Nö. Gehört meinem Chef. Ah. Du wolltest also nur mal sehen, wie das ist, wenn man reich ist, hm? Ja. Winterstein statt Jakobs, just for one day. Und jetzt wirst du alles tun, was ich von dir verlange. Alles. Und das machst du umsonst. Also, Höschen aus. Hey, hör mal zu, ich hab dich nicht erkannt. Alles klar, tut mir leid, passiert nicht wieder. Aber jetzt mach mal halblang. Du bist genauso eine Schlampe wie deine Kollegin. Meine Kollegin? Pass mal auf, mein Freund, ich geh jetzt mal. Hier hilft dir keiner, jetzt kapier das doch mal. Deine Kollegin hat mich auch nicht ernst genommen. Dabei hätte sie nur nett sein müssen. Nett sein. Zu mir, nicht zu meinem Chef. Dann hätte ich euren Zuhälter niemals angerufen. Unseren Zuhälter? Ja. Ich habe zu ihm gesagt, hör mal zu. Deine Russin, diese Olga da, die hat gerade an meinem Bankschalter ein Extrakonto für sich eingerichtet, von dem du nichts weißt. Dein Mädchen betrügt dich. Ist das okay für dich? Du hast Dicky gesagt, dass Olga Geld spart. Ja, natürlich. Und so viel ich weiß, hat er ihr aufs Maul gehauen. Oh, es tut mir leid, aber sie hat es doch verdient. Und du? Willst du, dass ich ihm das von dir auch erzähle? Wenn der einen Kontoauszug von dir sieht, dann flippt er komplett aus. Das ist scheiß viel Geld, was du da unterschlägst. Ich warte. So, was ist los mit der Russin? Einer ihrer Stammkunden ist Friedrich Otto Winterstein. Winterstein. Offenburg und Winterstein. Ihr seid verrückt. Der Mann sitzt in mehreren Aufsichtsräten. Das ist die drittgrößte Privatbank Europas. Jetzt reg dich mal ab, Walter. Der war sogar bei der Chase Manhattan und ist mit einer Baronin verheiratet. Wissen wir alles, nützt aber nichts. Er ist der Letzte, der das Mordopfer lebend gesehen hat. Und deswegen können wir auf all das keine Rücksicht nehmen. Ihr wisst, wie das heutzutage ist. Steuerhinterziehung und Prostitution und ein Mann ist erledigt. Wissen wir, Walter.
Wir werden bei Klient 7 so diskret wie möglich vorgehen. Ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Mann seines Kalibers auf so brutale Weise eine Edelnote umbringt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und du kannst Menschen nicht in den Kopf schauen. Guten Abend, Dr. Winterstein. Guten Abend. Ich bin Hauptkommissarin Lisa Brenner. Das ist meine Kollegin Hu. Wir müssen Ihnen leider ein paar dringende Fragen stellen. Ein paar Fragen? Jetzt? In welcher Angelegenheit? Es geht um Olga Lukalenko. Sie kennen doch Frau Lukalenko. Der Name sagt mir jetzt gerade gar nichts. Wir legen uns ganz andere Informationen vor. Frau Lukalenko wurde ermordet. Wie ich schon sagte, ich kann mit dem Namen momentan überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, es wäre für alle Beteiligten besser, wenn Sie uns aufs Kommissariat begleiten würden. Hören Sie, wieso das? Ich kann doch jetzt nicht einfach hier verschwinden. Ganz unmöglich. Wenn wir uns beeilen, sind Sie zum dritten Akt wieder am Platz und kein Mensch wird wissen, dass die Polizei Sie sprechen wollte. Otto! Wohin? Was soll das? Ich habe hier noch kurz ein Meeting. Bin gleich wieder da. Was denn für ein Meeting? Willst du mich mit den Damen nicht bekannt machen? Frau Brenner, Herr Rodekamp und Frau... Frau Hu. Guten Abend. Habe die Ehre. Wir kennen uns von früher. Von früher? Okay. Ruf mich gleich an, Otto. Der Abend dauert ja noch ein bisschen länger. Bitte? Mantel. Sie wissen, warum ich hier bin, Doktor? Das ist nicht zu übersehen. Was haben Sie denn mit Ihren Ohren gemacht? Verbrannt. Die Sonne hat sie zum Glühen gebracht. Im Winter kein Problem. Aber im Sommer brauche ich literweise Sonnencreme. Damit er nicht wieder was aufflammt. Das wird eine ziemlich komplizierte Hauttransplantation. Ihre Ohren, die stehen ja fast rechtwinklig ab. Ohren sind aus Knorpel. Und Knorpel kann man nur sehr schwer verbiegen. Den kann man verbiegen, ich habe es selbst erlebt. Ja, aber die Alternative wird Ihnen auch nicht gerade gefallen. Was denn? Leute, die bei einem Unfall ein Ohr verlieren, die kriegen Neues. Eine Prothese? Sie haben ja einen an der Waffel. Ich wollte es Ihnen ja nur gesagt haben. Nein, danke. Dann lieber die Transplantation. Wie schmerzhaft ist denn die Chose? Beträchtlich. Aber ich möchte nicht von derselben Ärztin betäubt werden wie meine Frau. Ihre Frau? Olga Lukalenko, du Affe, was war da los? Kleiner Kunstfehler? Nein, nein, das hat mich ja selber genauso schockiert, das müssen Sie mir glauben. Ist die Frau hier rausgekommen? Wer hat die mitgenommen? Keine Klinik der Welt hat so viel Wachpersonal, um sich gegen Entführung zu schützen. Ich will wissen, wer mit Olga hier war. Sie war in Begleitung eines älteren Herrn. Der hat auch alles für Sie bezahlt. Das habe ich der Polizei auch schon gesagt. Ja, ein Kunde. Schön. Wer war das? Keine Ahnung. Wir können ja nicht jede Begleitperson nach ihrem Namen fragen. Wen suchen Sie denn, Herr Mangold? Die Typen von meinen Ohren. Was ist los, Dicke? Kannst du nicht reden? Du musst für die Note zahlen. Ganz vergessen. Ja. Man fälscht Papier, man schmiert russische Bullen. Scheiß Rubel. Man fährt 5000 Kilometer Eisenbahn. Ja, so ist das. Im und Exportgeschäft. Du bestellst und du bezahlst. Ich hab bezahlt. Du zahlst 10 Riesen, hast du verstanden? Umsatzbeteiligung und Schutzgeld. Schutzgeld? Ja, damit Olga nichts passiert. Ich pass selber auf. Du hörst mir einfach nicht zu. Ach, komm schon, komm schon. Nicht hören. Ach nee, aber vielleicht jetzt. Ja, muss ich Sie enttäuschen, Herr Mangold. Russen waren keine dabei. Also nur der eine Typ, ja? Ja, und irgendeine Freundin. Wer war die Frau? Wie sah die aus? Extrem hübsch. Wahrscheinlich Russin. Dieselbe Branche?
Sicherheit. Aber ihr Hündchen soll es eigentlich draußen lassen. Ihr Hündchen? Sah der aus wie eine laufende Kartoffel? Hat den Flur gepisst. Lola, der Mops. Ja, bitte? Ich möchte den Mann sprechen. Tut mir leid, er ist nicht zu Hause. Wer sind Sie denn? Schön brav, Lola. Soll ich ihm was ausrichten? Ja, warum nicht? Sagen Sie ihm, dass er sich wegen der Angelegenheit keine Sorgen mehr machen muss. Welche Angelegenheit? Was für Sorgen? Wie soll ich das verstehen? Der Mann weiß Bescheid. Wenn mein Mann einen Fehler gemacht hat, können Sie das auch mit mir besprechen. Er hat das Haus weiß gestrichen? Wieso weiß? Schwarz. Schwarz wäre die richtige Farbe gewesen. Für die Tür. Komm, Lola. Dr. Winterstein, Sie sind der Letzte, mit dem Olga Lukalenko vor ihrem Tod gesehen wurde. Sie haben sie alle paar Tage gebucht. Sie waren Stammkunde. Klient 7. Das sind Sie doch, oder? Ja. Brauche ich jetzt etwa einen Anwalt? Das steht Ihnen selbstverständlich frei. Wir wüssten zunächst mal gerne, warum Sie sich vorgestern Abend im Klinikum Fontana mit Frau Lukalenko gestritten haben. Sie hatte Angst vor der Narkose und wollte, dass ich über Nacht da bleibe. Das war unmöglich. Ich bin gerade aus Miami zurück und hatte ein Meeting. Und eine Ehefrau, die auf Sie wartet? Nein, meine Frau ist noch in den USA. Aber ich hatte diese Bilanzpressekonferenz und Olga hat das nicht verstanden. Ach so. Und deswegen ist es gleich handgreiflich geworden, ja? Sie war äußerst besitzergreifend. Was hat sie sich von Ihnen erhofft? Hauptkommissar Erichsen? Guten Abend. Sie wollte aus dem Milieu aussteigen. Wieso? Mit Ihrer Hilfe? Sie hat Spitzenhonorar kassiert. Wir wollten heiraten. Es ging allerdings noch um eine Scheidung. Und Ihre Frau wusste natürlich davon? Noch nicht. Ich habe zwar damit gerechnet, ein paar Schrammen abzubekommen, aber den Zeitpunkt wollte ich ganz gerne selbst bestimmen. Vielleicht hätte Olga ein paar Schrammen abbekommen. So ganz harmonisch soll Ihr Verhältnis zu Frau Lukalenko nicht gewesen sein. Sie gelten als streitsüchtig. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Olga Lukalenko war Ihr unberechenbarer Jähzorn nicht mehr ganz geheuer. Woher haben Sie den Quatsch? Mitarbeiter Ihrer Bank haben Sie schon öffentlich über Ihren autoritären und mitunter cholerischen Stil beschwert. Ach, wissen Sie, was da so alles geredet wird? Man ist da manchmal von Idioten umgeben. Am besten machen wir alles alleine. Eine Privatbank steht unter besonderem Druck. Wenn ein Kundenberater Scheiße bauen, kann das zu erheblichem Imageverlust führen. Deshalb muss man sich auch mal von unfähigen Mitarbeitern trennen. Ich möchte eine Einzahlung machen. 3.000 auf mein Konto, bitte. Sehr gerne. Dankeschön. Ihre Quittung kommt sofort, Frau Lukalenko. Ja, Kurt. Sie haben ein Meeting. Kurzes Briefing, okay? Bitte sehr. Danke. Schönen Tag noch. Das ist Simon Jacobs. Dr. Winterstein. Hallo, Herr Dr. Winterstein. Freut mich wirklich sehr. Wir haben uns ja noch nie so richtig gesehen. Ich hoffe, das wird auch so bleiben, Herr Jacobs. Ja, klar. Ich bin im Dauereinsatz. Erstes Tagesgeschäft, dann ein bisschen Aktienhandel. 16 Stunden, wenn es drauf ankommt. Mich kriegen Sie nicht zu Gesicht. Ich wollte mir mal ein persönliches Bild von Ihnen machen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Danke sehr. Was haben Sie denn mit Ihren Socken gemacht? Das ist ein Glücksbringer. Hat mir bei ein paar Deals Glück gebracht. Das ist wie beim Fußball. Bei Sieg nie den Schlips wechseln. Welche Deals waren denn das konkret? Ein paar Aktienpakete vorm Jahreswechsel. Risikopapiere? Gestreut, alles dabei. Kursgewinn? Natürlich. Wie viel? 500.000. Ui, da haben Sie Ihr Handelsergebnis enorm verbessert. Und seinen Bonus. Den werden wir allerdings einfrieren. Was? Sie haben das Privatkundengeschäft völlig vernachlässigt. Wichtige Kunden. Wir haben dauernd Beschwerden über verspätete Buchungen und Überweisungen. Das wäre Ihr Job gewesen, Jacobs. Es kann sehr gut sein, dass ich mich in letzter Zeit zu sehr auf Geldanlage und Investmentfonds konzentriert habe. Es tut mir leid. Wir haben in Ihrem Schreibtisch angebissene Schokoriegel und altes Sushi-Takeaway gefunden. Hat die Putzfrau entsorgt? Ach ja, wirklich? Sorry, Herr Dr. Winterstein, aber Sie wissen doch ganz genau, wie das ist. Mitten im Risikogeschäft, da kommt der Heißhunger und dann fährt der Blutzuckerspiegel in den Keller und dann bestellt man sich halt irgendwas. Dann bestellt man sich was.
Ich kenne mich damit ja nicht so aus, Herr Jacobs, aber das ist kein Zucker, oder? Das ist Kokain. Kokain im Schreibtisch eines Bankangestellten. Und der Schreibtisch ist jetzt weg. Bitte? Ja, Sie haben schon richtig verstanden, Jacobs. Sie sind fristlos entlassen. Viel Glück. Marcella. Ja? Jetzt beantworte mir mal eine Frage, ja? Was denn? Wie findest du mich? Jetzt mal ganz ehrlich. Ganz toll. Und du lügst mich auch nicht an? Nein, das meine ich ganz ehrlich. Was meinst du, was ich sonst so für Typen habe? Da bist du ein echter Schatz. Ich weiß, was ich glaube. Du lügst. Du lügst doch immer. Du bist eine professionelle Lügnerin. Du lügst einem die Geile doch nur vor. Du belügst deinen Zuhälter. Und du belügst mich. Und jetzt hast du Angst. Verstehe ich. Du denkst darüber nach, was alles passieren kann. In so einer noblen Gegend kann man da sterben? Nicht, wenn man ein braves Mädchen ist. Und ich bin ein braves Mädchen. Irgendwas vergessen, Herr Kommissar? Ein paar Fragen in alter Freundschaft. Haben Sie meine alte Akte wieder rausgefischt? Was haben Barkeeper und Polizisten gemeinsam? Wir hören alles, wir sehen alles und wir vergessen alles. Das kann ich mir bei Ihnen nicht vorstellen. Sie sind doch das Gedächtnis der Stadt. Sie wissen genau, von wem wir reden, oder? Ja, mein Stammgast. Und Stammgäste kann man sich nicht aussuchen, ne? Er isst seine Bouillabaisse, trinkt seinen Cassis und liebt Filterkaffee. Und sitzt hier mit seinen Girls und jedes Mal, wenn hier eine Sauerei besprochen wird, kriegst du das mit. Ne? Das nennt man Förderung von Prostitution. Ja, gut. Die Probleme laufen mir regelrecht hinterher. Kenn ich. Man denkt, man ist sie los, schwupps, sind sie wieder da. Und wie wird man sie wieder los? Alles über Olga, Gianluca. Tja, Irina. Jemand war schon vor uns da. Jetzt sagst du mir erstmal, was hier los ist. Ich geb dir frei und dann höre ich, dass du Scheiße baust. Jetzt sagst du mir alles, was passiert ist. Hm? Was war da los? Was war da in der Scheißklinik? Jetzt verlier mal nicht die Nerven, Dicky. Sag mal, spinnst du? Wie redest du denn mit mir? Olga hat mich gelingt, weißt du das? Nö, ich rechne immer korrekt ab. Komm, sag schon, wer war das? Rede jetzt, verdammte Scheiße! Luft holen. Luft holen, habe ich gesagt. Du holst jetzt Luft und dann sagst du mir, wer Olga aus der Scheißklinik geholt hat. Denk nach. Ich weiß es nicht, Dicky. Jetzt, Irina, jetzt verliere ich die Nerven! Lass los. Lass sie los, Dicky. Alles okay, Kommissar. Hast du eine Waffe? Ich brauche keine Waffe. Los, komm jetzt mit. Wir haben uns nicht gestritten. Nach unseren Erkenntnissen ist es mit Olga Lukalenko nicht nur im Klinikum Fontana zum Streit gekommen. Zucker? Nein, danke. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Frau. Frau Hu. Sowas wie Müller. Auf Vietnamesisch. Frau Hu, es gab allenfalls mal eine Meinungsverschiedenheit. Das dürfte nicht ganz der Wahrheit entsprechen, Dr. Winterstein. Nach einem uns vorliegenden Polizeiprotokoll vom letzten Monat sollen Sie Frau Lukalenko das Nasenbein gebrochen haben. Meinen Sie wirklich, ich wäre dazu in der Lage? Sie war extrem impulsiv und besitzergreifend und hat das nur behauptet, um mich unter Druck zu setzen. Frau Lukalenko hat dann von einer Anzeige abgesehen, obwohl eindeutig Gewaltanwendung vorlag. Sehen Sie. Warum? Weil da nichts war? Nein, weil Sie dafür bezahlt haben. Wofür sollte ich Sie denn bezahlen? Für Ihren Jähzorn, damit das nicht an die Öffentlichkeit gerät. Oder noch für irgendwas anderes. Was denn sonst, Frau Kommissarin? Wir haben bei Frau Lukalenko eine Hausdurchsuchung gemacht. Leider war schon jemand vor uns da.
Waren Sie bei Frau Lukalenko in der Wohnung, Dr. Winterstein? Nein, Sie werden es nicht glauben, Frau Kommissarin. Ich war kein einziges Mal in Ihrer Wohnung. Noch nie. Ach, kommen Sie. In 2 Jahren kein einziges Mal, ja? Ich wollte den Kontakt nur, sagen wir es mal so, in einigermaßen niveauvollem Rahmen. Mhm, niveauvoll. Wir haben die Fingerabdrücke in der Wohnung noch nicht ausgewertet. Sollten Sie aber doch dort gewesen sein, so können Sie das jetzt noch einräumen. Das würde von mir als kooperativer Schritt gewertet werden. Was sollte ich denn in der Wohnung? Sagen Sie mir das. Das interessiert mich brennend, Frau Brenner. Vielleicht haben Sie irgendwelche Aufzeichnungen gesucht. Aufzeichnungen? Ach, Sie meinen geheime Informationen, die mich kompromittiert hätten. Frau Lukalenko soll ziemlich penibel Buch geführt haben. Und woher haben Sie das? Das haben Sie also vom Hörensagen, oder wie? Gerüchte. Kleine, provozierende Vernehmungsstrategie. Ja? Frau Lukalenko hat's Buch geführt, so viel ist klar, wahrscheinlich auf Russisch. Aber irgendwie ist dieses Buch verschwunden. Ach so, und Sie glauben jetzt, ich hätte sie erst umgebracht und dann Ihre Wohnung auf den Kopf gestellt. Wir werden das Buch finden, Dr. Winterstein. Wenn Olga sich Notizen gemacht hätte, wüsste ich das. Und überhaupt, was für Notizen? Stochern Sie da nicht irgendwie im Nebel? Nein, wir stochern nicht im Nebel, wir stochern im Dreck. Wissen Sie zufällig, wer Klient 8 ist? Nein, keine Ahnung. Vor 3 Wochen ist sowohl Klient 7, also Sie, als auch Klient 8 bei Olga als Kunde eingetragen. War das ein sogenannter Sandwich-Termin? Meinen Sie nicht, dass Sie damit etwas weit gehen? Sind Sie Klient 8 dann vielleicht zufällig über den Weg gelaufen? Da läuft man sich nicht zufällig über den Weg, Frau Brenner. Und es gibt auch kein plüschiges Wartezimmer, wo man abgeholt wird. Ich darf doch noch telefonieren. Ja? Was ist los, Otto? Kannst du reden? Alles okay. Ich bin hier gleich fertig. Wie alles okay? Ich höre gerade, dass du da in Schwierigkeiten steckst. Ein dummes Missverständnis. Mehr nicht. Was ist das für eine Scheiße? Was wollen die von dir? Soll ich was tun? Außer einen Anwalt? Quatsch, alles okay. Ich komm gleich zum Elsasser. Bestell schon mal was. Wenn du in einer Stunde nicht da bist, dann hole ich da einen Anwalt, Otto. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Mit der Bestellung sollten Sie aber noch etwas warten, Dr. Winterstein. Das Essen wird garantiert kalt. Ach, wird es das, ja? Sie wollen es also wirklich darauf ankommen lassen und mir den Abend verderben, was? Nichts liegt mir ferner als das. Mit wem sind Sie jetzt verabredet? Mit Ihrem Sitznachbarn aus der Oper? Ja, ist das jetzt strafbar? Nein, aber vielleicht teilen Sie mit ihm ja noch andere Vorlieben. Ist Herr Rodekamp zufällig auch Kunde bei Escort Models? Dann müssen Sie ihn schon selber fragen oder in dieses ominöse Buch sehen. Ja, das stimmt. Das werde ich tun. Trotzdem noch eine letzte Frage, Dr. Winterstein. Besitzen Sie eine Waffe? Ja, besitze ich. Was dagegen? Ich besitze auch einen Waffenschein. Was ist das für eine Waffe? Ein Remington-Gewehr für die Jagd und ein Revolver. Ein Revolver? Welchen Typ? 38er Colt. Und wo befindet sich dieser Revolver? In meinem Büro im Family Office. Family Office? Was ist das denn? Da wird mein Privatkram erledigt. Reisen gebucht, Opernkarten bestellt. Okay. Wir müssen Sie leider hier behalten, Dr. Winterstein, auch wenn der Aufenthalt etwas unbequem ist. Sie haben mit Frau Lukalenko die Klinik verlassen, Sie haben für den Todeszeitpunkt kein Alibi und Sie sind im Besitz eines Revolvers Kaliber 38, genau die Waffe, mit der Frau Lukalenko erschossen wurde. Wie ich schon sagte, Sie liegen völlig daneben, Frau Kommissarin. Dein Geld bedeutet mir nichts, Otto. Es ist nicht mehr wert als Fliegenscheiß auf der Windschutzscheibe. Kannst du nicht mal ein bisschen leiser sprechen? Wann kriegst du noch mal so ein Angebot, hä? 50.000 in bar. Heute Abend noch. Nein, ich will gar nichts. Es war grausam. Ich weiß. Sie will kein Geld, Bertram. Wie kein Geld? Gibt's doch gar nicht. Keine Summe der Welt. Dann werde ich jetzt mal mit ihr reden. Aber nicht auf die diplomatische Tour, da kannst du sicher sein. Ich meine, wir haben Familie, ja? Wir haben eine Existenz. Ja, und sie kriegt das Kotzen, wenn sie dich sieht. Was will die Schlampe denn? Zur Polizei. Ich habe dir gesagt, du sollst sie anständig behandeln. Habe ich dir das nicht gesagt? Mein Gott, Otto, das sind Nutten. Die werden dafür bezahlt. Ja, aber nicht dafür. Ich hatte was intus. Viagra und Antidepressiva, Vollgas und Handbremse. Mir doch scheißegal, ich hätte auch nüchtern sein können. Weißt du denn jetzt, was zu tun ist, Bertram? Ha, weiß ich. Was denn? Nicht die Nerven verlieren und cool bleiben. Genau. Ich will nicht jetzt nach Hause und rede morgen früh nochmal mit dir. Ja, okay. Rede noch mal mit ihr und biete ihr das Doppelte. Du bist der richtige Mann dafür.
Links. Geradeaus. Dicky, du setzt dich da hin. Wenn der Mops hier irgendwo hinpisst, gibt's eine Ordnungsstrafe. Wissen Sie eigentlich, wer alles beim Essen auf mich wartet? Ja klar, ein paar Leute, die einem Polizisten die Karriere ruinieren können. Sehr richtig, Kommissar. Das bringt bei mir aber nicht so viel. Ich habe nämlich schon seit 2 Jahren Beförderungsstopp. Was ist mit dem Mops los? So einen Hund hat ja nicht jeder. Was kostet ein Teil? Ich habe ihn zu Weihnachten bekommen. Von dem Typen da? Den kenne ich gar nicht. Das wüsste ich aber. Na, Lola, hast du Mami lieb, ha? Hast du Mami lieb? Sag mal, sag. Erich, warum sitzt Winterstein in der Zelle? Er wollte eine Pause, die hat er gekriegt. Ich sprach von Diskretion. Wann kommt er raus? Wenn ich mit Mangold fertig bin. Mach dich nicht lächerlich, Erichsen. Du kannst mich gar nicht hier behalten. Irina wird dir nie eine Anzeige aufgeben. Sieht nicht so aus, als wenn sie so richtig bis über beide Ohren in dich verliebt ist. Irina, was ist? Willst du Strafanzeige stellen? Leck mich am Arsch. Siehst du, sie sagt nichts. Wer ist denn der Typ da? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Der späte Gast? Der steht unter Mordverdacht. Genau wie du, Dicky. Wie kam Olga nach Deutschland? Wer hat sie rübergeschleust? Ach, darum geht es. Ja, darum geht es. Es geht um Passfälschung, Visavergehen, Menschenhandel und Mord. Hör zu, Erich. Ich war in Nowokuznetsk. Ich habe sie da selber abgeholt. Du warst in Russland? Was war denn da los? Ohren abgefroren? Das ist das russische Kohlerevier, Erich. Keine Sonne, keine Blumen, 20 Grad minus, den ganzen Tag husten. Ihr Bruder stirbt beim Grubenunglück. Wir kommen die Tränen. Und sie gewinnt in Nowokuznetsk den Schönheitswettbewerb. Hi, I'm Olga Lukalenko, 28, from Nowokuznetsk, Russia. I am charming, nice and sexy girl, but I'm very lonely. I have to get away from here. I want to love a man outside the city. I do everything for you. Sie ist ganz legal eingereist und hat genau gewusst, wie sie ihr Geld verdient. Viel Geld. Bullshit, Dicky. Man hat sie dir angeboten. Ein gewisser Vadim Sebastopol. Seit Jahren eine bekannte Größe im osteuropäischen Menschenhandel. Olga Lukalenko und Irina Stopowskaja reisen von Nowokuznetsk zweiter Klasse mit dem Zug nach Lettland. Und das süße kleine Ingwerstäbchen, hat das nicht mal Lust auf ein Praktikum bei mir? Die macht schon Praktikum bei uns. War nur eine Frage, Erichsen. Beide haben gefälschte Pässe. In Riga gehen sie an Bord und fahren mit dem Frachtschiff nach Kiel und verschwinden in Hamburg. Die russischen Passfälscher sind sehr genau. Da sind neue Seiten drin. Und jede neue Seite ist exakt in die Nahtlöcher der alten Seiten eingenäht. Was? Die Methode kenne ich ja noch gar nicht. Das hätte ich mit bloßem Auge jetzt überhaupt nicht gesehen. Sie haben Ihre Freundin Olga Lukalenko ins Klinikum Fontana begleitet? Lola. Sag mal, hast du auch so einen tollen Pass, Irina? Ja. Sie wollte nicht allein sein. Warum haben Sie es nicht schon vorher gesagt? Das ist ja sensationelle Arbeit. Hallo. Jetzt bleib friedlich, Dicker. Weil er das nicht wissen sollte. Was wissen Sie über Olgas Tagebuch? Wir müssen mal bald wieder verlängert werden, hörst du? Mensch, Erich, wie soll ich denn die Frau vernehmen? Jetzt halt die Fresse, gib den Pass her, das ist hier mein Revier. Also, was wissen Sie über Olgas Tagebuch? Gar nichts. Haben Sie nie drüber gesprochen? Nein, tut mir leid. Dicky, wenn ich rausfinde, dass du in diese Menschenhandelscheiße verwickelt bist. Sie kennen sich seit Ihrer Jugend in Nowokuznetsk. Dann ist aus mit Freundschaft. Dann gehst du erstmal für 10 Jahre in den Bau, mindestens. Erich, jetzt geht aber die Fantasie mit dir durch. Sehe ich aus wie ein Menschenhändler? Lass mal sagen, Digga. Aber in Deutschland geht jeder seinen eigenen Weg. Ich bin Frauenbeauftragter bei uns im Viertel. Olga war vor einigen Wochen in psychotherapeutischer Behandlung. Warum? Was ist da passiert? An diesem Tag hier war sie mit Klient 7 und Klient 8 verabredet. Wenn wir über Kunden gesprochen haben, dann nur über die kranken Spinner. Um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Wie hält man denn das Risiko so klein wie möglich? Kunden durchchecken, keine unbekannten Orte, verabredete Rückmeldezeiten und Grenzen einhalten. Welche Grenzen? Keine Gewalt beim Sex. Ist es bei Olga mal schiefgegangen? Es läuft nicht immer wie geplant. Was heißt nicht wie geplant? Hören Sie zu, Frau Stolbowskaja, wenn Sie irgendwas wissen, müssen Sie mit uns reden. Ich habe doch alles gesagt. Nein, das haben Sie nicht. Olgas Nasenbeinbruch war kein Sparringsunfall, sondern schwere Körperverletzung. Wer ist es gewesen? War es ein Kunde? War es Mangold?
Kann ich jetzt gehen? Wo ist der Reisepass, Dicky? Reflex, Eriksen. Reflex. Ja, gleich gibt's Reflex auf die Ohren. Vielleicht kannst du mir sagen, warum Olga aussteigen wollte. Sie hatte ein Doppeldate am 2.5. Danach ist sie tagelang in psychiatrischer Behandlung. Was war da los? Das ist mir jetzt absolut neu. Schwachsinn. Sie geht 5 Tage lang nicht anschaffen. Danach stehst du als Erster auf der Matte. Was war da los? Eriksen, wer hat dir das alles erzählt? Marcella? Glaubst du, ich weiß das nicht, dass ihr beide da was am Laufen habt? Schau mal, Eriksen, das ist bei uns so ein bisschen wie beim Geheimdienst. Überall hat man seine Wanzen und Antennen. Seine Ohren. Erich, ich meine, für mich ist das weiter gar kein Problem, das mit dir und Marcella, aber ich weiß nicht, ob dieses kleine Verhör hier juristisch überhaupt korrekt ist. Der Kommissar und das Mädchen und der Lude. Wir spielen jetzt ein Spiel. Ein Glücksspiel. Also, wer fängt an? Hast du damit Olga erschossen? Olga erschossen? Wieso das denn jetzt? Weil du vom Sterben geredet hast. Ich habe deine Olga nicht erschossen. Wenn überhaupt, dann hat sie sich selber erschossen. Das ist doch der ganze Sinn der Übung. Also, wir spielen ohne Limit. Das kann eine Minute dauern. Oder vielleicht eine Stunde. Vielleicht aber auch die ganze Nacht. Wer fängt an? Hör auf mit dem Quatsch, ja, das ist kein Spaß mehr. Jetzt halt mal die Fresse, Marcella. Wer fängt an? Du? Oder ich? Ich kann dich auch gleich erschießen, wenn du das willst. An einen Russisch-Roulette-Tisch gehört aber auch Wodka. Das weiß ich von Olga. Da hatte sie recht. Deine Olga. Sag mal, Dicky, hast du eine Pistole? Was habe ich denn für einen Grund, Olga zu erschießen? Das ist doch albern. Sie hat dich betrogen. Das tun die Mädels alle, Eriksen. Der griff in die Kasse am Chef vorbei. Da muss man aufpassen wie ein Lachs. Und das muss geahndet werden, aber bestimmt nicht so. Also, Waffe. Revolver? Nein. Pistole. Pistole, schön. Dann machen wir jetzt eine DNA. Reine Routine-Sache. Haare, Hautpartikel, Blutspritzer, alles, was so hängen bleibt. Neuerdings nehmen uns die Mediziner die ganze Arbeit ab. Die sprießen wie Pilze aus dem Boden. DNA, DNA, DNA. Kommt mir schon zu den Ohren raus. Wo bleibt das gute alte Verhör, fragt man sich da. Das mit dem Telefonbuch. Erich. Was gibt's? Polizeihauptmeister Harnisch. Ja. Und zwar haben wir gestern Nacht, also etwa zur Tatzeit von dem Frauenmord, eine routinemäßige Fahrzeugkontrolle auf der B211 durchgeführt und dabei auch den grünen Wagen überprüft. Wie bitte? Ihr habt das Tatfahrzeug überprüft? Ja. Ja, 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 aber wir wussten ja noch nicht, was los ist. Also die Papiere, die waren in Ordnung und die Fahndung, die war ja noch nicht raus. Wie sah denn der Fahrer aus? Ja, wie sah denn der aus? Also erstmal waren es 2 Leute. Ist der hier irgendwo im Raum? Der im Abendanzug da mit dem weißen Schal oder... Oder der Cowboy hier vorne? Nee, also, die waren es auf jeden Fall nicht. Schönen guten Abend. Allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Muss das denn sein? Ja, das muss sein. Meine Frau muss dringend ins Krankenhaus. Nicht seine Frau. Was hat sie gesagt? Sie sagt, die ist schon ganz flau. Schwanger oder was? Genau. Haben Sie gleich gesehen, ne? Bin selbst gerade Vater geworden. Sagen Sie her. Nicht seine Frau. Halt die Fresse. Jetzt entspannen Sie sich mal. Alles wird gut. Ab ins Krankenhaus und passen Sie auf Ihre Frau. Werde ich machen. Vielen Dank. Wieso nimmst du nicht das Geld? Ich nehme doch das Geld. Ja, ja. Du nimmst das Geld. Wieso nimmst du nicht das, was dir geboten wird? Du hast uns so viel scheiß Ärger gemacht in den letzten Tagen. So viel Ärger. Ist das richtig scheiße, dass du mich dazu zwingst? Richtig scheiße. Richtig scheiße.
Also die beiden waren es ganz sicher nicht. Würdest du den Fahrer wiedererkennen? Nee. Also keine Ahnung. Zwei Stock Duster kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich glaube, dann gehe ich jetzt mal, Eriksen. Ich sag, wann du gehst, setz dich hin. Seit wann hast du mit dem Mädchen Verhältnis, Erich? Private oder dienstliche Frage? Dienstlich. Halbes Jahr. Sie ist Luxushostess, richtig? Kann man das so sagen? Durchaus. Ein teurer Spaß, oder ist das umsonst? Teuer. Sie ist 30 und du 50. Richtig. Darf ich mich setzen? Leider ermitteln wir gerade gegen ihren Zuhälter, den du auch gerade noch vernimmst, Erich. Schon mal drüber nachgedacht? Der Mann steht im Verdacht, einen Mord begangen zu haben. Hat er nicht, da bin ich mir sicher. Ich weiß nur noch nicht genau, wie das lief. Willst du einen Interessenkonflikt konstruieren, Lisa? Nein, will ich nicht. Ich bin einfach enttäuscht, dass du mir es nicht erzählt hast. Ich weiß nicht, ob du da nicht vielleicht befangen bist. Es geht um die Wahrheit, für uns beide, oder? Soweit vertraust du mir doch, oder? Oder? Ja. Ja. Was hast du denn? Ist doch noch gar nichts passiert. Deine Fantasie spielt verrückt, stimmt's? Ich kenne das, wirklich. Warum machst du das? Ich hab doch nichts mehr zu verlieren. Jetzt check das doch mal. Gut. Du darfst dir sogar aussuchen, wer anfängt. Ich mach das nicht. Du machst das nicht. Dann mache ich das für dich. Zuerst halte ich mir die Waffe an die Schläfe, dann dir. Und dann wieder mir. Jetzt willst du auch noch Zeit schinden. Vielleicht kommt da ja noch wer. Da kommt aber keiner mehr. Jetzt versteh das doch mal. Also tu es, sonst mach ich's für dich. Fang ich halt an. Sieh mich an. Du sollst mich ansehen. Siehst du? Ganz einfach. Du bist dran. Jetzt musst du allerdings noch das Glück haben, dass auch eine Kugel in der Kammer ist. Und da musst du mich so treffen, dass ich gleich erledigt bin. Ansonsten bist du nämlich tot. Verstanden? Marcella, die Waffe ist nicht geladen. Ich hab doch gewusst, dass du gleich beim ersten Mal auf mich anlegst. Was soll denn der Scheiß? So, jetzt kommen Sie mal raus hier. Banker sind immer hungrig, dauernd Stress. Da ist schnell der Zuckerspiegel runter. Hauptsache, Sie haben keine Schilddrüsenprobleme. Dann nehmen Sie mich ganz schnell ein paar Kilo zu. Geht ja gar nicht. Willst du einen halben Hamburger? Nee, Mann, ich will hier raus. Guten Abend, Dr. Winterstein. Inzwischen gute Nacht. Tut mir leid. Olga Lukalenko wurde kurz vor ihrem Tod in Begleitung eines Mannes gesehen, der ihrem Mini Cooper fuhr. Wer ist es gewesen, Dr. Winterstein? Dann bin ich also nicht der Letzte gewesen, der sie lebendig gesehen hat. Sehen Sie, was ich Ihnen gesagt habe? Ich brauche keinen Anwalt. Ich bin unschuldig. Schade nur, dass wir unser kleines Spielchen jetzt abbrechen müssen. Hat irgendwie Spaß gemacht. Und Sie haben keine Ahnung, wer der Mann in Frau Lukalenkos Begleitung war. Ein Freier, irgendjemand, der Olga bedroht hat. Hat sie überhaupt vor irgendjemandem Angst gehabt? Ja, sie hat Angst gehabt, immer wieder. Die Kunden sind häufig ganz arme Würstchen.
Unzurechnungsfähig, verklemmt, sexbesessen, machthungrig oder völlig obsessiv. Mit Ausnahme von Ihnen, nehme ich an. Gab es da einen speziellen Vorfall in letzter Zeit? Verschiedene. Sogar ein ehemaliger Angestellter meiner Bank hat sie belästigt. Stellen Sie sich das mal vor. Und was war mit dem? Er hat sie erpresst. Erpresst? Womit das denn? Olga hat ein eigenes Konto aufgemacht. Ein Geheimkonto? Von dem die Firma Escort Models nichts wusste. Das heißt, sie hat nicht alle Honorare abgeliefert. Ich wusste von dem Konto auch nichts. Was wollte der Erpresser? Geld? Er wollte alle sexuellen Dienstleistungen umsonst, aber sie hat es abgelehnt. Und hat der Mann seine Drohung wahrgemacht, den Zuhälter informiert? Allerdings. Ich kenne den Typ. Jakobs war ein ganz abgezockter Spieler, ein Kokser. Immer volles Risiko. Und die Konsequenzen? Olga hat eine Tracht Prügel gekriegt. Eriksen! Ich muss mich ums Geschäft kümmern! Halt die Fresse! Von wem? Von Ihrem Zuhälter. Und Jakobs, was mit dem? Wo finden wir den Mann? Ja, da müssen Sie meinen Abteilungschef fragen. Wir haben Jakobs gefeuert. Wollen Sie diesen Spinner etwa verdächtigen? Dr. Winterstein, das hier ist weder ein Tattoo noch eine Einzeichnung der Schönheitsklinik. Olga Lukalenko hat sich 5 Buchstaben auf den Unterarm geschrieben. Sie wissen nicht zufällig, was es bedeutet. Das ist kyrillisch. Keine Ahnung. Irina. Irina Solpuskaya. Was wissen Sie über die Frau Dr. Winterstein? Überhaupt nichts, Frau Kommissar. Sie haben sogar neben ihr gesessen, in unserem netten kleinen Aufenthaltsraum. Ja, kann ich jetzt gehen oder brauche ich doch noch meine Anwälte? Sie können gehen, Dr. Winterstein. Schönen Abend noch, Frau Brenner. Frau Hu? Gentlemanlike war das ja nicht, Dickie. Worum geht es? Ich habe gerade gehört, du sollst Olga ganz schön vermöbelt haben. Wer sagt das? Der Fatzke da? Wer ist der Arsch? Klient 7? Vielleicht lügt er ja auch. Darum lassen wir ihn gehen, Walter. Er weiß, was passiert ist. Er steckt in der Sache mit drin. Er hat mit Klient 8, den wir noch nicht identifiziert haben, ein Doppeldate gehabt. Spekulationen. Das sind alles Spekulationen, Lisa. Wir haben keine Beweise für die Mordsache. Nein, aber in der Sache mit Olga Lukalenko tun sich Abgründe auf. Es gab eine schwere Körperverletzung. Da ist er auch schon mit dem blauen Auge rausgekommen. Olga kann leider dazu ihre Aussage nicht mehr revidieren. Wir können nicht alle Ungerechtigkeiten aus der Welt schaffen. Ihr Jungs, schlagt die Mädels nicht ins Gesicht, das macht keiner im Milieu. Schrammen im Gesicht sind geschäftsschädigend. Da sagen sich die Freier, wie sieht die denn aus? Nicht, dass ich da auch noch was abkriege. Aber die anderen blauen Flecken, die könnten durchaus von dir sein. Olga hatte Hämatome auf dem Arm und auf dem Po. Vielleicht war das ja auch ein Freier. So ein Affe wie dieser Yuppie-Banker. Ein Informant? Eriksen, mögen wir beide Spitzel? Nein, mögen wir nicht, aber wir brauchen sie. Okay, alles klar. Dieses kleine Bankerarsch hat mir gesteckt, dass Olga Geld wegbunkert. Im fünfstelligen Bereich. Und fragt mich, was diese Information wert ist. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Hättest du den Mund gehalten, du mieser kleiner Scheißer, dann wäre sie noch was wert. Aber der Typ war penetrant. Wollte umsonst einen wegstecken. Geht natürlich nicht. Nee, geht gar nicht. Vielleicht wollte er seinem Chef Konkurrenz machen und konnte sich dann die Tarife nicht leisten. Chef? Welcher Chef? Der gerade rausgegangen ist. Eriksen, wer war das? Winterstein. Der Winterstein? Der hat heute Marcella gebucht. Wann? Vor ein paar Stunden. Ach du Scheiße. Und 2 Winterstein gibt's nicht. Was machen Sie in meinem Haus, hä? Herr Dr. Winterstein. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Setzen Sie sich, trinken Sie was. Was soll das jetzt? Das ist ein Scherz, Jakobs, oder? Nein, das ist kein Scherz. Das ist russisches Roulette. Wir spielen gerade. Sie sind auch gleich dran. Setzen! Sie sind mir ein toller Hecht, Jakobs. In der Waffe ist gar keine Patrone drin. Sie spielen nicht mit ihrem Leben. Sie nicht. Sie spielen nicht mit ihrem Geld, sondern mit dem Geld der Bank. Und sie spielen nicht mit ihrem Leben, sondern mit dem Leben der anderen. Die Waffe ist geladen. Glauben Sie mir? Ja, er hat gerade eine Patrone reingesteckt. Gerade eben. Ich rufe jetzt die Polizei. An Ihrer Stelle würde ich sitzen bleiben, wirklich. Lassen Sie mich gehen. Hinsetzen. Nichts wird vergessen. Nichts.
Soll ich mit dir anstoßen? Auf die Bahn. Weißt du, was die Scheiße ist, Otto? Die Bank gewinnt immer. Als Banker bist du Gott. Du bist Geburtshelfer und Leichenbestatter in Personalunion. Kredite bewilligen, Kredite kündigen, Kunden beerdigen. Jakobs, nehmen Sie die Waffe runter. Wer sind Sie denn? Polizei. Das ist mein Job. Polizei, jetzt hören Sie mal zu. Hier geht's nicht um mich. Hier geht's um ihn. Das weiß ich doch. Hier geht's um Leute, die sich alles kaufen können. Oder Sie nehmen sich's einfach. Kenn ich sehr gut. Es sei denn, es geht was schief. Und da ist doch was schiefgelaufen, Herr Dr. Winterstein. Sie sind doch völlig zugekokst, Jakobs. Mir können Sie Ihre Story ruhig erzählen, Jakobs. Aber Sie müssen Ihre Waffe zur Seite legen. Drehen Sie mal nicht so einen Scheiß. Das ist nicht irgendeine Story, oder, Marcella? Sag doch auch mal was dazu. Ist das irgendeine Story? Du weißt doch bestimmt ganz genau, was Olga passiert ist. Du weißt doch ganz genau, was in diesem kleinen, verfickten Tagebuch steht. Ja, ich weiß, was da drin steht. Und wenn du dem Kommissar hier deine Waffe gibst, dann sag ich's dir, du Arschloch. Oh. Habt ihr das gehört? Jetzt spuckt die Kleine auch noch große Töne. Entschuldige mal, du hältst mir die ganze Zeit deine Waffe an den Kopf. Ich möchte dich mal sehen, wenn man dich stundenlang bedroht. Das ist noch gar nichts gegen das, was Olga passiert ist. Weg, weg! Jakobs! Okay, alles easy. Also, was steht denn in dem Buch? Herr Dr. Winterstein, war das dieser nette kleine Vierer mit Herrn Rodekamp? Ist der arme Irre wieder mal ausgetickt? Hat er sich wieder genommen, was er wollte? Olga hatte ihr Tagebuch in einem Schließfach unserer Bank deponiert. Das ist nicht mehr Ihre Bank, Jakobs. Leider war das Fach leer. Ich kann natürlich sehr gut verstehen, dass Sie die Sache unter Verschluss halten wollen. Wirklich. Was haben Sie eigentlich für das Buch bezahlt? Sie sind größenwahnsinnig, Jakobs. Ein solches Tagebuch existiert nur in Ihrer Fantasie. Olga hat zu keinem Zeitpunkt irgendeine Spionage betrieben. Es gäbe auch nichts, was ich zu verbergen hätte. Nein, natürlich nicht. Kann ich wieder bei Ihnen anfangen? Ein klares Nein, Jakobs. Kommen Sie. Lassen Sie mich einfach wieder bei Ihnen anfangen. Hey, Otto, wir zwei, das wäre doch ein tierisches Gespann. Ja. Nein. Jakobs. Wo ist der? Du bist so dumm, Dickie. Ich hab dir doch gesagt, misch dich nicht mehr ein.
Warum hast du Olga umgebracht, hä? Wegen Scheißschulden? Ich hab sie nicht umgebracht, du Idiot. Sie wollte zur Polizei. Weswegen? Wegen Vergewaltigung. Wer war das? Klient 8. Dieses Schwein. Ja, Irina wusste davon. Sie war dabei. Der Typ hat Olga ein Angebot gemacht. 100.000. Aber das hat sie abgelehnt. Verstehe ich irgendwo. Du verstehst gar nichts, Dicky. Du weißt nicht, wie das ist, wenn so ein Typ die Sau raushängen lässt. Wenn du nur noch schreien kannst, wenn du nicht mehr leben willst. Scheiß auf die Typen, Irina. Was willst du machen? Willst du solche Leute umlegen, Vadim? Ja, vielleicht das Beste. Wenn du nicht aufpasst. Diese Leute haben Irina angerührt. Sind das Geld nicht wert. Dein Geld der Welt. Ich zieh mich um. Ja, zieh dich um. Der Typ war unschuldig, Erich. Unschuldig? Er hat mit Olgas Tod nichts zu tun. Er wusste nicht mal, dass sie tot ist. Wer ist Klient 8, Marcella? Wer ist Klient 8? Hallo? Die Girls sind da. Kommt da rein. Bitte schön. Kann ich etwas zu trinken anbieten? Er hat bestimmt was kaltgestellt. Wir sollten erstmal das Finanzielle regeln. Selbstverständlich. Bitte. Danke. Okay. Erzähl mir nicht, Mädchen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ich hab doch verwechselt zu was. Was ist denn da los? Ach, gar nichts. Es ist das erste Mal für ihn. Ich sehe gleich mal nach. Ja, tun Sie das bitte. Hier. Schließlich habe ich für dich bezahlt. Bitte! Bitte, bitte, lass mich gehen! Geh nicht hin, du blöde Nutter! Komm! Lass mich bitte gehen, bitte! Bist du bescheuert, du Bullschlacht! Holger! Oder willst du dich noch beschweren, ne? Hey, am Bauch, los! Los, mach schon, du Schlampe! Hier. Mein Gott, Olga, was ist passiert? Ihr Scheiße! Rodekamp. Müller, Meier, Rodekamp. Was meinst du, warum ich aussteigen will? Du willst aussteigen, weiß ich. Dann mach was. Ich mach was. Und was ist mit dem Buch?
Das Buch hat ihre Schwester. Ihre Schwester? Irina. Tee? Von mir aus? Es ist Schwarztee aus dem Samovar. Niemand kocht Chai so gut wie Irina. Süß. Irina, lass den Hund hier. Mit den Ohren musst du mal was machen, Dicke. Stört dich das? Ich war schon beim Arzt. Ich nicht. Mich auch nicht mehr. Ich erzähl gerne Storys. Ich weiß. Irina erzählt sie mir immer weiter. Ich hab jedes Mal gelacht. Was willst du machen, wenn Irina was passiert? Dann leg ich dich um. Da hinten im Feld. Schöner Platz zum Sterben. Frau Rodekamp? Ja? Hauptkommissarin Lisa Brenner, ist mein Kollege Erichsen. Können wir Ihrem Mann sprechen? In welcher Angelegenheit? In der Angelegenheit, in der Sie uns gestern Abend angerufen haben. Meine Frau hat nichts damit zu tun. Wir müssen Sie wegen Mordverdacht und wegen des Verdachts auf Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung vorläufig festnehmen. Ich habe es ihm schon gesagt. Wo hört bei Ihnen eigentlich die Freundschaft auf, Dr. Winterstein? Ich war nur Zeuge, das wissen Sie. Sie sind kein Zeuge, Dr. Winterstein. Das wären Sie gewesen, wenn Sie Ihren gewalttätigen Freund aufgehalten hätten. Ich habe von dem Mord nichts gewusst. Es ist trotzdem Beihilfe. Und ich hoffe, dass der Aufsichtsrat Ihrer Bank das nicht für ein Kavaliersdelikt hält. Vielleicht können Sie wegen der Nachbarschaft auf Handschellen verzichten. Können wir machen, ja. Rodekamp, für meine Schwester. Waffe runter! Verdammte Scheiße. Geben Sie mir die Waffe, Frau Lukalenko.
wenn es Tag wird, denke ich immer, wir haben es geschafft.